herzlich willkommen bei Klartext. Heute mit Jens Fauldraht, geschäftsführender Gesellschafter von TIC Value Consulting. Herr Fauldraht, schön, dass es geklappt hat. Freut mich auch, es ist eine Ehre, hier zu sein. Wir unterhalten uns heute über das Thema SEO und Qualität. Was sind denn für Sie so derzeit die wichtigsten Trends im SEO-Bereich? Ich gehöre zu der lustigen Fraktion, die sagt, so viele Trends haben wir gar nicht. Und es hat sich eigentlich auch nicht so viel verändert, weil das Grundthema ist, ich habe ein Angebot auf der einen Seite und ich habe Nachfragen, die sich aufgrund von Suchanfragen sozusagen ausmessen lassen auf der anderen Seite. Und ich muss versuchen, Angebot und Nachfrage zusammenzusetzen. Das ist die Hauptaufgabe und jetzt auch noch nie geändert. Jetzt hat sich peripher an den Teilerteilen ein paar Sachen geändert. Also Google mit schema.org bringt halt immer schöne neuere Auszeichnungen mit rein, mit denen man gut arbeiten kann. Es gibt die Möglichkeiten, im Bereich Universal Search schöne Sachen zu machen, was natürlich vor 10 Jahren so nicht da war. Ich glaube, was demnächst stärker reinkommt, ist natürlich das ganze Thema Mobile Search, Unterwegs Search, Local sehr stark. Da kommen natürlich auch neue Player rein, also gerade im Retail-Bereich ist natürlich Local extrem wichtig. Und Sie machen ja mit TIC Value Online-Marketing-Beratung. Was sind denn so die häufigsten Optimierungspotenziale, die Sie auf den Websites von Ihren Kunden so sehen? Größte Thema sind erstmal Zieldefinitionen. Also Standardleute kommen an und sagen, hier, wir möchten gerne SEO machen, wir möchten unseren Sichtbarkeitsindex steigern. Dann sage ich, okay, es sollte kein Unternehmensziel sein, weil ein Sichtbarkeitsindex allgemeiner Art und Weise, egal von welchem Anbieter, hat eine Fülle von Suchanfragen drin. Und wenn ich eine große Webseite habe, dann ranke ich auch per Exzident zu Sachen, die für mich gänzlich unwichtig sind. Die gehen aber alle da ein. Und die Suchbegriffe sind meistens anhand von Suchvolumen irgendwie gewichtet, was für mich auch keine Zielgröße sein sollte. Sondern ist der Umsatz aus meinem Kanal, der EBITDA aus meinem Kanal, je näher ich rankomme an meine echten, also aus SEO, je näher ich da rankomme an meine echten harten Unternehmenszahlen, desto besser kann ich damit arbeiten. Und wir haben Kunden, wo wir durchaus bei gleichbleibendem oder sinkenden Sichtbarkeitsindex mehr Traffic haben, aber vor allem exorbitant mehr Umsatz, weil wir halt eben den richtigen Traffic reinholen. Also nicht gerade generische Begriffe machen viel Traffic, sind aber sehr conversion-schwach. Je spezifischer eine Suchanfrage ist, desto höher sind die Conversion-Rate. Und da ist erstmal wichtig, neu zu sagen, okay, mit welchen Seitentypen generiert ihr Umsatz? Wo liegen die in eurer Informationsarchitektur? Wie sind die intern verlinkt? Wie sind die beschrieben? Ich fange dann ja auch an, so riesengroße Kategoriebeschreibungstexte drauf zu machen. Und dann stellt man fest, über die Kategorien, wenn Leute da bei SEO aufsteigen, habe ich exorbitant niedrige Conversion Rates. Auf den Produktseiten, die aber oder Standard-Copies haben, da guckt kein Mensch hin, weil sagen, die sind ja so viele. Ja, aber da wird das Geschäft generiert, zum Beispiel. Also das ist eine Sache. Zweite Sache, es geht dann ja ein bisschen rein, das ganze Thema Content-Marketing. Was mache ich denn jetzt eigentlich? Wie gehe ich da ran? Und dann sagt man, okay, was für ein Step ist denn der Kunde eigentlich? Also ist da jetzt, man sagt ganz konkret, es gibt Leute, die sagen, ich habe überhaupt kein Problembewusstsein. Also zum Beispiel, ich wohne jetzt auf der Zugspitze, da habe ich kein Problembewusstsein im Sommer zu Mückenstichen, weil die fliegen da nicht hoch. Ich habe das Problem nicht. So, dann ziehe ich um in irgendein Gebiet, wo es Mücken gibt und stelle fest, ich habe ein Problem, ich werde gestochen. So, doof. Aber dann habe ich so ein diffuses Problembewusstsein. Und dann kommt ein bisschen später und sagt, ich glaube, könnte man dagegen nicht was machen, weil ich werde schon 3 Jahre lang gestochen, irgendwie nervt das. Und dann fange ich an, ein Lösungsbewusstsein aufzubauen und fange an zu recherchieren. Und dann irgendwann sage ich, geil, es gibt da autark. Und dann habe ich ein Produktbewusstsein. So, und jeder in diesen einzelnen Phasen, also ab Problembewusstsein, erwartet eine andere Art von Information und muss anders abgeholt und überzeugt werden, dann irgendwie zu meinem Produkt zu kommen. Was sind denn die 3 wichtigsten Tipps aus Ihrer Sicht für eine erfolgreiche SEO-Strategie? Punkt 1. Klare Zieldefinition. Punkt 2 ist, wie kriege ich SEO weg von der Technik und hin auf den Rechner von dem zuständigen Mensch, der da in-house sitzt, damit er eben aus seinem Büro raus seine Weiterleitung schreiben kann. Dass er mal einen Eintrag in den Robotext vornehmen kann, ohne ein Ticket bei der Technik anzumachen. Dass er Titles anpassen kann, dass er intern seine Links selber setzen kann, ohne ein Ticket aufzumachen. Dass er arbeitsfähig wird. Und das Dritte sind, die Prozesse intern so bauen, dass die auch mit mir skalieren. Das ist halt so die 3 Kernthemen. Und danach bin ich für jeden Trend gewappnet, weil ich bin schnell. Und wie kann ich denn als Unternehmen jetzt den passenden SEO-Dienstleister für mich finden? Dann muss ich mir die Frage stellen, in welcher Situation bin ich. Wenn ich überhaupt keine Erfahrung in dem Bereich habe und möchte neu anfangen, wird es sehr schwer, weil ich dann ja meine Ziele, wie gesagt, nicht definieren kann.
Was wir immer empfehlen ist, dass ich intern eine zuständige Person habe, weil ich kann von extern, ich muss ja auch Anforderungen an die Technik stellen, ich sage, wir brauchen hier, also ich sage immer, wenn der SEO reinkommt und man budgetiert für eine externe Beratung oder Agentur, egal, eine Summe X, dann braucht man ungefähr das 3- bis 5-fache an Geld für die Tasks, die die Leute mitbringen, weil die kriegen ja Arbeit mit in mein Unternehmen rein, sagen, ich muss hier was ändern, ich muss da was ändern, ich brauche Texte. Das heißt, da stehen hinten dran Folgekosten. Das muss ich mit einkalkulieren. Wenn ich die Mittel nicht habe, dann brauche ich nicht loszulaufen. Dann habe ich danach nur eine Taskliste, die keiner abarbeiten kann. So, und dann sage ich, dann setz mir einen guten Projektmanager hin, der intern Themen umsetzen kann, der weiß, wie das Unternehmen funktioniert. Und dann können wir mit ihm zusammen und einer Ressourcenplanung auch einen schönen Fahrplan entwickeln. Dann klappt das sehr gut. Okay. Und Sie sind ja auch Dozent für Suchmaschinenoptimierung in Darmstadt. Was raten denn Sie Ihren Studenten so im Hinblick auf SEO? Was ist das Wichtigste, was Sie ihnen beibringen, wenn Sie das jetzt so sagen könnten in einem Satz? Okay, das Wichtigste, was ich ihnen beibringe, ist, denk einfach geradeaus, weil das hilft am meisten weiter im Leben. Keine Dogmen, also wir haben Sachen, die funktionieren bei 9 von 10 Kunden, beim 10. muss man gerade noch umgedreht machen. Also es gibt einfach keine Dogmen. Finde die Nische für dich, also auch beim Kunden. Wenn ich regional aufgestellt bin, dann brauche ich nicht zu T-Shirts zu wenken, da kommen die großen deutschlandweiten halt einfach stärker, da kann ich mir auf den Kopf stellen, wird auch keinen Sinn machen. Also finde die Nische, die passt, finde das, wo du gut bist, weiß, was du gut bist, hat eine gute Value Proposition, versuch die ins Online zu übersetzen und darum und das dann in Kundensprache. Okay, vielen Dank. Sehr gerne. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, heute Klartext mit Jens Faultrath. Vielen Dank und bis zur nächsten Klartext-Folge.